Nur noch wenige Sekunden bis zur Halbzeit. Ulm zieht zum Korb. Würzburg trifft. Augen auf für den Dreier des Jahres. Alex King mit dem vermeintlichen Buzzerbeater von der eigenen Freiwurflinie. Kommentatoren und Zuschauer dachten: Bitte lass ihn zählen! Doch der Würzburger im Pech, der spektakulärste Korb des Jahres, wird nicht gegeben. Angeblich hat der Ball die Hand erst nach der Sirene verlassen. Fraglich, wenn man ganz genau hinsieht. Wie tragisch ist das? Es gibt Spiele, bei denen werden zur Halbzeit Spiele veranstaltet. Wenn man Würfe von der Mittellinie trifft, gibt es 10.000, 20.000 Euro. Oder dafür gab es dann gar nichts.